Hallo zusammen zu meiner Top 5 Folge, und zwar ist das Numero 90. Ich habe wieder meine Top 5 Apps aus den Folgen 81 bis 89 zusammengestellt, und wirklich, diese Apps sind eigentlich für jeden eine Empfehlung. Sie kosten leider alle was, so viele kostenlose hatte ich auch, glaube ich, nicht. Deswegen starten wir auch gleich mit dem fünften Platz, und zwar, blub, das nennt sich Crush the Castle. Das hatte ich, glaube ich, auch in meiner letzten App-Review-Folge. Oh Mann, der Bildschirm ist wieder. Okay. Was müsst ihr machen? Ihr habt hier verschiedene Level, insgesamt 50. Wir gehen jetzt einfach mal hier drauf und dann auf diese Burg. Was müsst ihr machen? Ihr müsst versuchen, diese Burg zum Einsturz zu bringen. Und zwar mit Hilfe eines Katapults. Und zwar dieses hier. Ihr tippt einmal auf den Bildschirm, dann startet das Katapult nochmal auf dem Bildschirm, dann wird alles abgefeuert. Hier unten seht ihr, wie viele Schüsse ihr gebraucht habt. Und hier seht ihr, wie viele ihr für Gold, Silber und Bronze braucht. Hier unten in der Ecke könnt ihr noch verschiedene Kugelgrößen auswählen oder hier Bomben. Ich mag diese Bomben. Dann feuern wir die doch gleich mal ab. Na, das hat doch gut geklappt. So, und dann können wir auch gleich hier zum nächsten Level übergehen. Feuern wir auch mal ein paar Bömmchen drauf. Die Frau zeigt sich unbeeindruckt. Und so müsst ihr das hier dann halt immer weitermachen und versuchen, die Level mit so wenig Schüssen wie möglich zu schaffen. Ja. Und es gibt auch noch einen Level-Editor, der auch relativ gut ist. Man muss sich da erstmal einarbeiten. Da hatte ich nicht ganz so viel Lust zu. Aber diese App lohnt sich auf jeden Fall, kostet 1,59 € und kann, glaube ich, in meinem letzten App-Review auch nochmal angeguckt werden. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Platz Nummer 5 war das. So, den Extend nochmal richtig machen. Und dann gehen wir auch gleich zum vierten Platz über, nämlich zu ebenfalls mit. Aha, vertippt. Und zwar Kolosseum. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge ich das genau hatte. Aber auf jeden Fall kostet auch 1,59 € und wer Inkvaders oder Zombie Will USA kennt, der wird und mag, wird dieses Spiel auch auf jeden Fall mögen. Ich gehe einfach mal auf Continue. Und ihr seid hier dieser Ritter und müsst euch hier durchkämpfen. Hiermit könnt ihr Sachen werfen. Und hiermit schlagt ihr. Ihr kämpft euch hier so lange durch, bis einer von diesen Bösen hier, in diesen Ogern, ihr seid hier in so einer Arena, einen Schlüssel fallen lässt. Und damit kommt ihr dann frei. Zack, der ist auch weg. Deswegen, es reicht nicht einfach bis zum Ende zu rennen. Aber wenn ihr dann am Ende seid, oh, jetzt habe ich hier so ein Speed-Up. Ist auf jeden Fall cool. Mehr kann man bei dieser App eigentlich auch nicht zeigen. Mal gucken, ob ich noch einmal bis zum Ende komme. Da bin ich beim Ende, aber ich habe noch keinen Schlüssel, also lohnt sich das nicht wirklich. Komm, lass doch mal hier einer so einen Schlüssel fallen. Die Steuerung funktioniert gut, die Grafik ist auf jeden Fall sehr ansprechend, aber das ist ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Mir gefällt die Grafik, sie ist zwar einfacher gehalten, aber dafür in einem schönen Comic-Look. Power-Up. Aha. Wie gesagt, es gibt immer noch so ein paar Items. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Das ist für jeden, der dieses Genre mag, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist eine richtig gute Umsetzung. Ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Am Ende des Levels könnt ihr euch dann immer noch neue Schwerter, neue Waffen kaufen. Jetzt habe ich hier noch so ein Power-Up. Bam, bam. Okay, das war Kolosseum. So. Upsala, das wollte ich nicht. Das war Kolosseum und jetzt kommen wir zum Platz Nummer 3 und das ist in diesem Fall Spiel der Weisen. Jeder, der sein Wissen mal unter Beweis stellen möchte oder sein Wissen erweitern möchte, der kann diese App benutzen. Ihr habt weiterspielen. So, ihr habt hier immer 6 Kategorien mit Geschichte, Geografie, Musik, was weiß ich. Und daraus müsst ihr halt immer, wird euch eine Frage gestellt. Eine Spielrunde beinhaltet halt immer eine dieser 9 Fragen. Und klicke ich hier mal drauf. Welche Nation führte den ersten bemannten Raumflug durch? Ach man. Falsch. Die Sowjetunion. Okay.
je länger man braucht, desto weniger Punkte gibt es. Für eine falsche Antwort gibt es natürlich gar keine Punkte. Das sollte aber auch klar sein. Und wie hoch ist das Tennisnetz in der Mitte? Boah, ich spiele doch kein Tennis. Okay. Und man kann wirklich nicht alle Fragen richtig beantworten. Judy. Yay. Das war jetzt geraten. Und jetzt am Ende gibt es immer noch so eine Bonuschance. Eine Frage, die ihr falsch beantwortet habt, könnt ihr hier nochmal versuchen, richtig zu beantworten. Wann wurde der Kirchenstaat gegründet? Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon falsch. Okay, aber das soll es auch von dieser App eigentlich gewesen sein. Es gibt hier dann immer noch einen Weisheitsstand, wie viele Fragen ihr schon richtig beantwortet habt. Und hier einen Weisheitstrend, wie viele Fragen ihr pro Runde immer ungefähr richtig beantwortet. Es gibt noch eine Online-Rangliste, einen Punktestand, Einstellung. Diese App beinhaltet wirklich viel für 3,99 €. Und ich finde, für alle, die dieses Genre mögen, die einfach mal ihr Wissen unter Beweis stellen wollen, lohnt sich diese App auf jeden Fall auch für 3,99 €. Wunderbar. Und jetzt gehen wir zum Platz Nummer 2 und der nennt sich Run. Ups. So. Was müsst ihr bei Run machen? Bei Run rennt ihr. Ja, bei Run rennt ihr die ganze Zeit nur und müsst Sachen ausweichen, Sachen kaputt schießen. Und hier könnt ihr attacken, angreifen. Zum Beispiel den hier müsst ihr drauf tippen, damit der kaputt geht. Den hier müsst ihr schlagen, den könnt ihr nicht abschießen. Und so rennt ihr halt immer weiter und versucht euer Bestes zu geben und die Level halt zu schaffen. Ihr kriegt für jeden Geschlagenen kriegt ihr Punkte. Und ihr versucht halt einfach so weit zu kommen wie möglich. Es kommen auch hier jetzt, dürfte ein neues Objekt hinzukommen, weil ich jetzt 100 Punkte erreicht habe. Die App kostet 79 Cent und ist, wie gesagt, bei mir auf Platz 2 und auch auf jeden Fall eine Empfehlung, weil es ist wirklich so ein Suchtmacher. Aha. Okay, da habe ich jetzt zu spät reagiert. Da habe ich wieder zu spät. Ach, das ist doch Murks hier. Sonst bin ich da natürlich viel besser. Ich kann ja auch gleich nochmal gucken. Ich kann ja mal kurz sterben. Mein Rekord ist... kann man das hier irgendwo nachgucken? Stats. Ist ja auch egal. Ich glaube, hier bei Open Find kann man das nachgucken. Leaderboards. Aha, 1433. Ja, ist wohl mein Rekord. Wie gesagt, ist ein absolutes Suchtspiel. Es wirkt einfach auch von der Grafik her, aber man rennt wirklich da die ganze Zeit und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und für 79 Cent ist das auf jeden Fall das Geld wert. Jetzt aber Platz Nummer 1. Klein Trommelwirbel. Es geht nämlich auch mit G geht's los. G-E-O. Geographic. Ich weiß nicht, wir haben das in der Schule wirklich so oft gespielt und ich habe immer elendig verloren, weil ich in Geografie eine Niete bin. Aber was müsst ihr machen? Ich starte jetzt einfach mal ein Spiel alleine. Knack-knack. Alle Fragen, also es gibt noch verschiedene Kategorien. Wer Stefan Raab, also Schlag den Raab kennt, da gibt es dieses Spiel auch. Man kriegt eine Frage oder eine Aussage und muss dazu den Ort irgendwo auf der Weltkarte finden. Zum Beispiel, wo befand sich von 1949 bis 1999 der Deutsche Bundestag? Hier irgendwo. Und dann könnt ihr halt euren PIN irgendwo auf die Karte setzen. Ihr könnt noch raus und ranzoomen, was ich im Moment aber nicht mehr kann. Und ja. Ah, schade. 116 Kilometer daneben. Aber ihr bekommt dann Punkte gut geschrieben und ihr könnt noch Joker benutzen. Der führt euch dann zu dem Ausschnitt der Karte, wo ungefähr das liegen könnte. Und hier seht ihr, wenn ihr wirklich so verhauen habt, 10 Fragen gibt es, glaube ich, immer. Und dann hier 10 Kilometer darf man höchstens falsch haben. Es gibt auch noch einen Mehrspielermodus, der auch wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Dann kriegen halt alle die gleiche Frage und müssen dann versuchen, so nah wie möglich dran zu kommen. Ist wirklich das absolut beste Spiel. Für 79 Cent auf jeden Fall kaufen. Und es macht auch mit so vielen Leuten richtig viel Spaß. Ja, mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen. Das Video ist jetzt auch gleich vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß und ladet euch wirklich alle diese Apps runter. Die sind absolut gut. Bis dahin, ciao.